Wir sprechen von einer Partnerschaft. Nur in Wirklichkeit haben wir immer noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Trotz der vielen süßen Reden, heimlich leisten wir weiterhin Widerstand. Mal verlangen wir Loyalität zur NATO, mal streiten wir uns über die Zweckmäßigkeit ihrer Ausbreitung. Wir können uns immer noch nicht über die Probleme des Abwehrraketensystems einigen und so weiter und so fort. Und tatsächlich lebte die Welt im Laufe vieler Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts unter den Bedingungen des Widerstands zweier Systeme, welche die ganze Menschheit mehrmals fast zur Vernichtung führte. Das war so furchterregend. Und wir haben uns so daran gewöhnt, in diesem Countdown-System zu leben, dass wir die heutigen Veränderungen der Welt immer noch nicht verstehen können. Als ob wir nicht bemerken, dass die Welt sich nicht mehr in zwei feindliche Lager teilt. Die Welt ist, meine Damen und Herren, viel, viel komplizierter geworden. Wir wollen nicht oder können nicht erkennen,